Vielleicht habt, wenn ihr es jetzt noch nicht richtig gesehen habt, was jetzt kommt, ja, nehmt eure Herztabletten, nehmt die Herztabletten, das ist wirklich Gesundheitswarnung jetzt, ja, nehmt die Herztabletten oder alles, was euch runterbringt ein bisschen. Ich scroll jetzt ganz langsam und es wird wild. Es wird wild. Wir haben hier einen Jäger am Start, natürlich ausgeskillt. Lima, Top-Tier, RTA-Monster. Eludia, die ist auch richtig geil in der Arena-Offense, die macht auch richtig Bock. Akroma kenne ich auch schon, ja, Akroma ist, ja, sie ist da. Was haben wir hier so schön mit? Ach ja, Lichtchandi und Triple Kinky. Dann kommen noch zwei Lichtchandis, no. Mein armes Herz, Alter, mein armes Herz. Celia ist übrigens das nächste LD-Net 5. Just saying. Es geht weiter mit auch sehr soliden LD-Net 4s. Tablo und Iliana. Ne, der Würfler ist auch richtig gut hier, der gute Mann. Tablo, ich sag... So, wir machen weiter, wir machen weiter. Double Iris. Und eine Molly. Der Schmerz, Leute. Er wird größer. Wir gehen weiter. Halfas auch dabei. Ein Heri ist auch am Start. Dover am Start als 4-Sterne-Monster. Und jetzt kommen wir in die dunkle Sektion, Leute. Jetzt das Licht ausmachen. Wir kommen in die Dunkelheitssektion und es geht weiter. Hertheit kennt ihr ja schon aus dem Video, ne? Da machst du nix. Der ist auch am Start. Dann haben wir vielleicht noch einen Rahul und einen Ragdoll. Ja, vielleicht, weil man ja sonst nichts hat. Was haben wir dann noch? Verisa, okay. Martina, dreimal. Und eine Mirrenay. Auch nicht so schlecht, die gute Mirrenay. Dreimal Martina. Das tötet Menschen. So, wir haben noch eine Beta. Frigate. Faye. Grego. Okay. Luna ist auch nicht so schlecht. Libli. Mhm. Trazar. Icarus. Auch nicht so schlecht hier, ne? Icarus. Iselin. Bethany. Alter, was hier alles am Start ist. What the fuck? Es ist krass, es ist wirklich krass. Und hier liegt einfach noch ein Dover rum. Jetzt musst du aber mal gucken, wir haben jetzt so ungefähr... Alter, 1100 Monster? Okay, da fehlen nur noch 300 Monster, Leute. Okay. Und so eine Monster wie die sind noch nicht da. Ja, ist klar, ne? Die kriegt man übrigens aus Gildenpunkten. Just saying. Ist abgehoben, Alter. Okay, guck mal, wie viele Lücken noch hier sind. Was hat er denn noch nicht? Okay, den fusionierbaren Ken hat er noch nicht. Perfekt. Tomoe fehlt noch. Die neue natürlich. Okay, also werden wir heute wahrscheinlich die neuen Summons auch anklicken, gehe ich mal von aus, weil hier sind ja fast keine Lücken mehr. Krass. Was haben wir noch so? Ey, imagine, du würdest einfach deine Gildenpunkte dafür nutzen, einfach die Pokébox zu schließen, Alter. What the fuck? Miles, Liam, okay, also, oh Gott, hier sind ja fast keine Lücken, Alter. Ekelhaft. Und dann noch nicht mal eine Soha erweckt. Oh mein Gott. Leider die Street Fighter-Version nicht, aber die kriegen wir auch nicht mehr. Aber krass. Liam, Miles hat mal... Ach, wo bin ich denn gerade? Ich wollte eigentlich in die Windbox. Krass, krass, krass. Alter, Wind. Was? Krass. GU und die neue fehlt. Sonja. Okay. Was hat der Brabble bereits ausgegeben? Ja. Einfach ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mihail. Alter. Einfach dieser Blick auf diesen Pokédex. Bei mir ist das eher andersrum, weißt du? Du hast so zwei so leuchtende Symbole und alles andere ist ausgedunkelt. Und bei ihm ist einfach alles leuchtet und du hast zwei dunkle Lücken. Mimia und Mihail. Imagine, deine Lichtseite sieht so aus. Wow. Und dann hat er Lea noch nicht mal, ne? Wow. Also er hat ja die Lichtchandis, er hat ja Lea. Aber nicht in der Street, nicht in der Summon of War Version. Wow. Alter, wow. Sniper MK. Ey, selbst hier. Ey, selbst hier, ne, mit den LD-Net 5-Sektionen, selbst wie viel hier einfach ist. Es
ist so wild. Oh mein Gott, die dunklen. Alter, hier ist einfach alles voll. Es ist. Oh, krass, 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 krass. Ey, kann es sein? Wait. Bei den dunklen LD-Net Force fehlt dir bloß noch der Meister des Gifts und Deborah und der Robo? Es fehlen einfach nur 4 dunkle Net Force. Wow, wow, wow. Also geht's jetzt zu dem Account. Also nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, wir zählen einmal durch. Wir haben 775 Rollen für den guten Hitchy aus der Gilde The Lucky Core und drückt die Daumen, Leute. Der Account ist richtig krass stacked, was Monster angeht. Das heißt, es ist selten gewesen, dass ich mal einen Account hatte, wo quasi nur noch sehr wenige Lücken da sind. Wir haben über 1100 Monster im Pokédex, wovon man wahrscheinlich noch so ein paar Lücken füllen könnte, indem man einfach den Pokédex zumacht. Aber aus den Normalelementen ist schon fast alles vorhanden und selbst bei den LD-4-Stars ist fast alles vorhanden. Selten gesehen. Wir starten rein und drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen, dass Hitchy was Neues bekommt. Vor allem das Ziel, Leute, heute One Job, neue Monster ziehen. Neue Monster. Let's go. Das ist kein neues Monster, aber hey. Oh, Ladekreis. Und eine Perna. Ihr seht, das ist jetzt, Freude ist jetzt nicht unbedingt in meinem Gesicht. Es ist eher so, yay, 3 LDs nach dem Motto. Ist dupe, dachte ich mir. Eludia Skill Up. Okay, aber ich glaube, Eludia hat schon ausgeskillt. Okay, wir machen erstmal weiter. Willst du jetzt ein Blessing haben? Wie machen wir das? Hitchy, hau raus. Blessing oder LDs? Macht es hier nicht sogar eher Sinn, bei dir für LDs zu gehen? Blessing is waste. Ja, genau, das dachte ich mir. Also gerade, wenn man so eine Monsterbox hat. Boah. Blessing ist, glaube ich, generell waste, aber weiß nicht. Ah. Also früher war ich immer ein großer. Also gerade, wenn man wirklich so sehr ausgewählte Monster noch haben möchte, bin ich schon der Meinung gewesen, dass Blessings durchaus helfen können. Gerade, wenn man vielleicht auf so einer richtigen Streak ist, wo man nochmal nur Dupes sieht. Oh, Counter. Jawohl, danke. Aber bei so einem Account, da will man wahrscheinlich bloß noch LDs haben, oder? Habt ihr gesehen jetzt letztens? Es gibt ja, ihr kennt ja sicherlich auch How I Met Your Mother. Jetzt gibt es irgendwie eine Serie, die heißt How I Met Your Father. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber so von der vom Namen her fand ich die schon mal echt scheiße. Also ich habe sie nicht gesehen, aber der Name schreckt mich erstmal ab, dass das irgendwie eine billige Kopie ist. Ich weiß es nicht. Habt ihr da schon mal reingeguckt oder nicht? Oder ist die überhaupt schon live? Ich weiß es gar nicht. Bitte, ja, How I Met Your Father, also wie ich deinen Vater kennengelernt habe. Ich habe die Werbung gesehen und es sah schrecklich aus. Gibt's auf Disney Plus, genau, was Disney Plus? Genau, ich habe da irgendeine Werbung gesehen. Ist eine Kopie? Oh, nee. Und bald How I Met Your Daughter. Am besten noch How I Met Your Husband. Wie ich deinen Mann kennenlernte. Wait, what? Gastauftritt von Robin. Robin? Wer ist Robin? Das Problem ist, in der Serie gibt es keinen Barney. Ja, Barney ist natürlich... Ja, das Problem ist häufig bei solchen Serien... Die funktionieren dann irgendwann, dieses Modell der Serie funktioniert einfach nicht, weil das ist bei vielen Filmen und Serien so, wenn bestimmte Schauspieler nicht dabei sind, floppen die Filme. Einfach weil manche Schauspieler sind einfach richtig gut besetzt in der Rolle. Also stellt euch mal vor, Fluch der Karibik ohne Johnny Depp. Kann es einfach auch lassen. Also finde ich zumindest. Ich konnte mir zum Beispiel auch nicht vorstellen, bei Spider-Man... Ohne den ursprünglichen Spider-Man-Darsteller. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie er heißt, aber ich kann mich auch mit Schauspielernamen so gar nicht richtig identifizieren. Also, ich meine, die Namen sind bei mir immer ein Problem. Aber für mich war es auch ein riesengroßes, also für mich war es auch ein Riesenproblem. Jetzt kam irgendwie The Amazing Spider-Man und damit konnte ich mich gar nicht identifizieren. Also, ich habe die ursprünglichen Spider-Man-Teile gesehen und dachte so, oh nee. Tobey Maguire, danke. Ja, genau. Tobey Maguire war es, genau. Ich muss dazu sagen, dass der neue Spider-Man mir dann schon gefallen hat, weil er dann, ich habe den, glaube ich, hatte der bei Venom mitgespielt? Nee. Ich weiß nicht, irgendwie, es gab irgendwo, in irgendeiner Kollabo, sag ich's mal, hatte der mal mitgespielt
Und da fand ich den Schauspieler und den Spider-Man dann doch, der hat doch gepasst. Also der war okay, ja. So dass ich mir den Amazing Spider-Man dann doch angeguckt habe, aber also ursprünglich muss ich echt sagen, ich habe lange gebraucht, mir den überhaupt anzuschauen, weil ich so eine Kopie nicht mag und ich es wirklich sehr schade fand, dass es mit Tobey Maguire nicht weiterging, weil ich den schon so als Spider-Man echt gut fand. Also aber wo wir gerade dabei waren, Venom ist auch ein richtig geiler Film. Venom, also der erste Venom-Teil, Bruder, der war richtig gut. Der war richtig gut. Der Venom, der Schauspieler, der mit Venom quasi da interagiert, ist auch richtig witzig, finde ich. Holy shit. Ja. Kenne ich mit Batman. Die neuen Batman mit einer neuen Besetzung sind so meh. Ja, genau, mit Batman ist es ganz genauso. Ja, würde ich ganz genauso sehen. Ich finde Andrew Garfield am besten, also die Reihe mit Sandman. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ist es auch mit Spider-Man oder was? Oder wie? Wie bei James Bond, nicht jeder verkörpert den Charakter gut. Genau, genau, genau. Ja, und natürlich auch jeder Zuschauer, wenn du anders aufwächst, also manche Leute sind ja mit dem ursprünglichen James Bond aufgewachsen, können dann irgendwann den Pierce Brosnan nicht mehr sehen oder den neueren, der jetzt ja irgendwie vor einiger Zeit war. Das ist halt auch so eine Sache, mit was man wahrscheinlich auch aufwächst, geht mal von aus. Bin auf Teil 3 gespannt, von Venom oder was? Ich fand den zweiten Teil von Venom, war das mit Carnage? Ich glaube, das war mit Carnage. Den fand ich schon nicht mehr so gut. Ich meine, sag mal, wieso geht denn der Haken immer raus? Den fand ich schon wieder nicht so gut. Also der war okay. Der war okay, ja. Also ich fand den zweiten Teil, der erste Teil war einfach der Knaller. Venom 2 ist mega brutal, die Soundeffekte, das scheppert alles. Das ist richtig. Aber was ich richtig witzig fand an Venom ist eigentlich dieses Zwischeneinander, diese dummen Witze, diese Komik, die sie da reingebracht haben, in die Interaktion zwischen Venom und seinem Wirt quasi, ne? Das fand ich schon echt witzig im ersten Teil. Gerade weil der Venom ja auch irgendwie jeden Menschen fressen wollte im ersten Teil. Und das hat, glaube ich, im zweiten Teil nicht mehr so, das war halt mehr Prügeln, mehr, wie du schon sagst, so mehr brutal. Hast du Deadpool gesehen? Ja, den ersten Teil. Ich glaube, den zweiten Teil, da war es auch ähnlich. Der erste Teil war auch richtig gut, glaube ich, mit Deadpool. Aber der zweite hat dann wieder so ein bisschen nachgelassen, fand ich. Die Maske fand ich am besten. Die Maske mit Jim Carrey oder was? Das ist ja schon uralt. Krass. Aber war auch geil. Ja. Die Maske war damals auch geil. Ich vergleiche leider immer so ein bisschen. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand den ersten ein bisschen besser. Infinity War. Oh, never mind. Erstmal kurz Brandia ziehen. Ah ja. Wir waren gerade so in Serien abgestorben hier. Okay. Polarkönigin. 3 LEDs, oder? Hitchi? Scheiße, Alter. Wir sind schon wieder bei 3 LEDs. Dupe. Alles klar. Wir sind gerade so ein bisschen am über Serien quatschen hier im Chat. Währenddessen wir darauf hoffen, dass wir noch mehr Netflix bekommen. Vielleicht das ein oder andere. Maybe ja fürs nächste LED. Ich weiß es nicht, wie Hitchi es plant, aber da muss er dann wissen, was er macht. Ich warte dann nur auf Anweisung. Deadpool wollte sich von seinem Krebs heilen lassen. So war das, genau. So war das. Der ist beim Experiment entstanden, das er eingegangen war, weil er Krebs. Ah, stimmt, so war das, genau. Er wollte Logan kopieren. Lightning? Wobei, jetzt wisst ihr ja. Lightning? Oh, tote Magierin, Mensch, Alia, nicht schlecht, Tonnet Net 5. Ist die neu? Warte mal, die ist gar nicht so alt, ne? Oh no, die ist dupe. Wow, Alter. Hauptsache, die Totem ist schon dupe bei dir. Oh, Jesus. Kein Net 5 mehr raus hier aus den Rollen. Dann gehen wir mal zur Trans und hoffen jetzt auf was Neues. Blessings sollen wegbleiben, hat er gesagt. Also, Trans-Rolle, Leute. Neuet Net 5, please. Please, was Neuet. Es ist pinzettenartig, müssen wir jetzt hier das neue Net 5 rausholen. Let's go. Nein. Das ist aber richtig altes Net 5. Segment. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ist wieder dupe. So. Freunde, jetzt
Wird spannend. Jetzt kommen die LD-Summons. Ich würde sagen, wir machen die alle Attribute zuerst und dann geben wir die Only LDs. Drückt die Daumen, Leute. Neue Monster mit Ladekreisen. Destiny! Ja, los, wir wollen mehr Destinys. Destiny. So, letzte aller Attribute. Die alle Attribute wissen aber schon, dass alle Attribute gemeint sind. Und mit Attributen LD sind auch Attribute. Frag für einen Freund. Für einen Freund, der sich gerade ziemlich ärgert, dass er nicht rausgekommen ist. Da würde ich sagen, gehen wir weiter in die LDs rein hier. Jetzt kommen LDs. Jetzt, Leute, Lightnings. Drückt für Lightnings die Daumen, bitte. Einmal Daumen drücken. Wenn ihr sonst die ganze Zeit nicht gedrückt habt, drückt jetzt die Daumen. A few moments later. Ey, wir haben ja schon über die Hälfte raus und noch nicht ein Lightning. What is that? Lightning. Ladekreis. Okay. Oh nee. Was ist das denn? Brille ab. Ja, wir machen ohne Brille. Ist zu dunkel, Leute. Wir brauchen... Der Kürbis war ja wieder ein richtiger Abfall, ne? Man kann so viele tolle Monster bekommen, man kann aber auch einfach Halloween-Kürbisse kriegen. Kommt ein zweites Lightning, maybe? Hallo? Na komm, du hast 80, ey Bruder, du hast schon so viele Lady Nightfives. What happened? Wo sind die? LD5 wo? Oder LD Lightning wo? Das sieht düster. Jetzt kommen schon die schlechten Jokes, Leute. Das ist jetzt schon die Zeit. Leute, letzten 8. Wir hatten es schon mal, dass ich aus den letzten 8. Aus den letzten 8 LD-Rollen hatten wir schon mal, ne? Ich sag nur Aluda Doom, dass wir da 3 LD-Netfives rausgezogen haben. Just saying. Oh, Lightning mit Ladekreis. Noch ein Dover, der vierte. Der vierte Dover. OMG. Wenigstens keine Halle der Helden. Aber der vierte Dover. Ich weiß nicht, ob man sich darüber noch freut. Mehr Dovers. Aber ist noch eine Lucian-Kombo. Ja, würde sagen, nehmen wir mit. Oder? Nehmen wir mit. Hitchi, wie sieht's aus? Wie ist die Stimmung gerade? Hitchi holt schon das Messer raus zum Zwiebeln schneiden. Und jetzt Finale, Leute. Haken ist drin. Ich mach nochmal zur Sicherheit. Haken ist drin. Noch ein bestimmter Kanal. Kanal ist auch drin. Hitchi hält die Fahne hoch. Rein. 13 Rollen. Bis zum Untergang. Ich würde, not gonna lie, ich würde noch ein Lightning feiern. Oh, da ist eins. Was Neues, maybe? Noch einen Iselin. Ist nicht so bad, tatsächlich. Du hast, glaube ich, schon einen gehabt. Ein zweiter Iselin ist durchaus usable. Ich glaube, der gute Neo spielt Doppel-Iselin in irgendeinem Artefakt-Dungeon. Ich glaube, in dem, wo, das ist, wo hier der Eiserne Festung, glaube ich. Achso, das Dupe Nummer 3. Ey, die Rollen können halt richtig Scam sein, ne? 2, 1. Wow. Wow, das schmerzt. 3 Lightnings, Freunde. 3 freaking Lightnings. Ich meine, gut, die Monster, die er jetzt da verfehlt hat, die hat er eh alle doppelt gehabt. Wow. Dover, Iselin und Düster. Und Düster ist auch ein Stichwort, glaube ich. Holy shit. Hitchi, fühlt sich eigentlich jedes Summoning bei dir so an? Inzwischen schon. Es ist ja wild. Da ziehst du ja nix. Ich danke trotzdem, lieber Hitchi, dass ich aufmachen durfte. Ich drücke dir die Daumen, noch viel Glück mit dem Account weiterhin. Ich glaube, noch mehr Glück kann man eigentlich nicht haben. Der Account war schon insane. Wobei man auch mal nicht weiß, wie viel Geld in dem Account steckt. Also, dass man, ob sich das dann wirklich ausgleicht oder eben nicht. Ja, ich danke trotzdem nochmal, dass ich aufmachen durfte. Ich würde mich wieder ausloggen und dich mit deinem neuen Dover, den dritten oder vierten, wieder zurücklassen und sage nochmal einmal Danke.